Ja, herzlich willkommen in meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer und Forscher in der vedischen Astrologie. Ja, kurz eine Minute wichtige Informationen vorweg, ehe wir mit der Deutung beginnen für Januar 2019. Bitte beachten Sie, dass ich die Deutung hier vornehme anhand Ihres Aszendenten und nicht anhand Ihres Sonnen- oder Sternzeichens, so wie Sie das aus der westlichen Astrologie kennen. Denn in der indischen Astrologie ist der Aszendent viel aussagefähiger und wichtiger als wie das Sonnenzeichen. Deswegen bitte wählen Sie sich das Video aus der 12 im Januar, das Ihrem Aszendenten entspricht. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, dann können Sie unterhalb dieses Videos auf eine Seite kommen. Dort ist ein Link, mit dem Sie sich Ihren Aszendenten gratis berechnen können anhand einer Software, zu der Sie dann weitergeleitet werden auf meiner Internetseite. Dann, ja, falls noch nicht geschehen, ich lade Sie ein, monatlich kommen hochinteressante Informationen in meinem gratis Newsletter und wird immer mehr gelesen, immer gerne gelesen. Ich lade Sie ein, tragen Sie sich ein, es warten spannende Themen jetzt auch für 2019 und auch dazu befindet sich unterhalb dieses Videos ein Link, wie Sie auf die Seite kommen, um in den Gratisverteiler meiner vedischen Astro-News zu gelangen. Dann das Highlight für den Monat Dezember. Meine geschätzte Kollegin und liebe Ehefrau Brunhilde Feiner hat von jetzt ab bis 31. Dezember geöffnet für Sie den sogenannten Selbsterkenntnis-Weihnachtsmarkt. Dort finden Sie vedische Horoskope zu vergünstigten Preisen, teilweise bis 30% Rabatt, die Nahrung für Ihre Seele darstellen oder was auch ein ganz gutes Geschenk wäre für liebe Angehörige oder Freunde. Allerdings alles nur mit einer begrenzten Anzahl, ja, damit das überschaubar ist. Es lohnt sich hier mal reinzuschnuppern in den Selbsterkenntnis-Weihnachtsmarkt. Auch dazu unterhalb dieses Videos der Link, wie Sie zu weiteren Informationen dieses so interessanten Weihnachtsmarkts der Selbsterkenntnis meiner Ehefrau gelangen können. Achtung, nur bis 31. Dezember geöffnet. So, jetzt wollen wir aber loslegen. Wie schaut's aus mit Ihren Sternen für Januar 2019? Ja, nun wollen wir uns mit den Sternen beschäftigen, wie diese gestellt sind im Januar 2019 für Sie als Aszendent Fische. Nun, wir beginnen gleich mal mit den Planeten, die nicht nur im Januar eine Wirkung haben mit dem gleichen Thema, sondern das ganze Jahr 2019, weil diese Planeten im ganzen Jahr fast eine unveränderte Hausposition haben. Jupiter wird zwar Ende des Jahres rausgehen, dann in den Steinbock, aber trotzdem die meiste Zeit haben wir diese vier Planeten Saturn, Jupiter, Rahu und Ketu in diesen hier dargestellten Häusern. Und so lassen Sie mich erstmal mit der Beschreibung dieser Energien beginnen, denn diese wirken nicht nur im Januar 2019, sondern haben ihre Bedeutung maßgeblich für das ganze Jahr 2019. So, wir sehen, dass Jupiter die meiste Zeit im Haus der Karriere ist. Das bedeutet, für Sie ist wichtig, dass Sie vorwärts kommen in Ihrer Karriereentwicklung. Sie werden einen Zuwachs oder mehr Sinn oder mehr Vertrauen oder auch mehr Freude erfahren in Ihrem beruflichen Pfad, in der Möglichkeit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Sie werden Freude damit haben,
sich beruflich mehr entfalten zu können und eben dadurch einen Zuwachs haben in ihrer Wirkung nach außen. So ist das Jahr 2019 dadurch auch bezeichnend in der Form, dass sie in ihren ambitionierten Karrierezielen vorwärts kommen oder dass ihnen auch ihre Karriere, ihr beruflicher Pfad einfach wichtiger ist. Natürlich nicht jeder hat noch mit Arbeit zu tun. Es gibt ja auch schon die Rentner unter ihnen und so kann sich Jupiter in Haus 10 auch in der Form darstellen, dass sie mit öffentlichen Stellen mehr zu tun haben werden in diesem Jahr oder sich auf andere Art und Weise mehr in der Öffentlichkeit zeigen wollen oder bemerkbar machen wollen, indem sie vielleicht eine Nebentätigkeit, kann das ja auch sein, annehmen oder sie wollen etwas tun, wo sie ja ihre Hauptzeit reinstecken, um etwas tun, was auf ihren Fähigkeiten basiert und sich dadurch mehr entfalten. Und dann muss es nicht mehr unbedingt mit der Notwendigkeit des Geldverdienens auch in Verbindung stehen. Aber es gibt das Bedürfnis, nach draußen zu gehen mit ihren Fähigkeiten. Gleichzeitig sehen wir nämlich die Achse Haus 5 und Haus 11. Und in Haus 11 haben wir das ganze Jahr den Saturn stehen, hier im Zeichen Steinbock, zusammen mit Ketu. Und dies drückt aus, überall wo Saturn steht, möchte also mehr Tiefe erlangt werden, möchte, dass sie, wie soll ich sagen, eine höhere Ernsthaftigkeit entwickeln. Das 11. Haus ist das Haus, wo es um die größten Wünsche im Leben geht. Saturn ist der Planet des Loslassens oder des, ja, wie soll ich sagen, des Abstandsentwickelns. Und so geht es darum, dass Dinge, die etwas zu tun haben mit ihren größten Wünschen im Leben, dass sie entweder erkennen, hier weiter mit Ausdauer und Geduld daran arbeiten zu müssen, weil große Dinge brauchen ihre Zeit und sie entwickeln über diesen Weg ihre Saturnqualitäten mehr. Oder sie sollen erkennen, dass es sich vielleicht gar nicht lohnt, diesen Wunsch zu verfolgen, weil sie merken, eigentlich ist es doch nicht so toll, was ich vorhatte und lassen diese Sache los. Außerdem haben wir ja auch Ketu darin und auch Ketu hat was zu tun mit Abschließen. Etwas abschließen in Verbindung mit Trennen und Loslassen im Haus der Wünsche. Wie kann man das deuten? Ja, um mehr zu sich selbst zu kommen, da geht es dabei auch darum, sich von den Wünschen, wo man meint, die sind vielleicht besonders wichtig, da mal genauer hinzuschauen, um vielleicht dann doch zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Und, oder ich darf den Satz nicht so kompliziert machen, warten Sie, das sagen wir jetzt anders. Wir haben ja hier Rahu in Haus 5 auch. Das bedeutet, es gibt gleichzeitig ein verstärktes Verlangen, dass Sie sich mehr in Ihrer Individualität entdecken, in ihrer Kreativität entdecken. Sie wollen sich mehr auf Basis ihrer Talente, ihrer Individualität und Kreativität finden. Und um hier auch weiterzukommen, bedarf es aber zunächst der Entscheidung, von welchen Wünschen Sie loslassen sollten, Saturn in Haus 11. Von welchen Freunden Sie sich vielleicht trennen sollten. Es, Haus 11 steht für die Freunde, Saturn für Trennung. Denn die Frage ist ja immer, wofür setzen Sie Ihre Zeit ein? Und mit Saturn und Ketu in Haus 11 haben wir eine Energie, dass Sie mal genauer hinschauen sollten, in welchen Gruppen bin ich unterwegs, mit welchen Freunden beschäftige ich mich und für welche
großen Wünsche in meinem Leben wende ich meine Zeit und mein Geld auf? Da sollen Sie mal genauer hinschauen. Und das ist die Basis. Da sollen Sie genauer werden, mehr Tiefe entwickeln, weil dies sind die zwingenden oder dies sind wichtige Grundvoraussetzungen, um auch in der Individualität sich näher kommen zu können. Rahu in Haus 5. Und je mehr Sie hier frei machen, Haus 11, Wünsche, Freunde oder darauf achten, was wirklich wichtig ist, kommen Sie auch weiter mit der Entwicklung zu Ihrer Individualität hin. Und das Gleiche gilt auch umgekehrt. Denn dadurch, dass Sie mehr Lust bekommen, sich zu entdecken mit Ihrer Kreativität und Ihrer Individualität und Ihrer Besonderheit und was es alles für tolle Sachen gibt, was Sie alles können an Talenten und Neigungen, was Sie alles haben, Rahu in Haus 5, weil Sie da mehr Lust drauf kriegen, werden Sie auch automatisch klarer werden, von welchen Wünschen Sie sich trennen sollten oder auch von welchen Gruppen oder Freunden Sie sich trennen sollten. Ja, man kann ja mit so viel seine Zeit verbringen, ja. Und gerade beim Fischaszendent, Sie sind das 12. Zeichen, Sie sind sozusagen in Anführungsstrichen das letzte Zeichen, da geht es stark darum, im Leben immer zu entscheiden, was behalte ich und von was trenne ich mich? Das sind diese unterschiedlichen Energien, diese zwei Fische, die in die unterschiedliche Richtung schwimmen, ne? Was gebe ich weg? Was behalte ich? Und dies, was ich jetzt so gesagt habe, sind die zentralen Fragen, was behalte ich und was lasse ich los, um dadurch mir näher zu kommen. Und je mehr ich mir näher komme, umso mehr weiß ich auch, was behalte ich und was lasse ich los. So, jetzt schauen wir weiter. Und zwar, das Thema, was ich jetzt gerade beschrieben habe, wird da im Januar wichtig werden. Denn die Sonne ist ja bis 20. Januar oder bis 19. auch im 11. Haus zusammen mit Merkur, der sich auch dort die meiste Zeit aufhält. Und Saturn ist den ersten 7 Tagen verbrannt, Merkur ab 21. Januar bis Ende des Januars auch. Das bedeutet, es gibt auch etwas Stress in dieser Zeit, vielleicht mit Gruppen oder mit ihren Wünschen oder mit ihren Projekten oder mit Freunden. Und diese Energien helfen Ihnen, dass Sie mehr Licht reinbringen. Ja, was ist denn wirklich bezogen auf Ihre Wünsche wirklich wichtig? Oder von welchen Vorstellungen Ihrer Wünsche sollten Sie loslassen, weil es vielleicht gar nicht lohnend ist, diese weiter zu verfolgen? Und gehen Sie auch davon aus, im Zeichen Fische, im Aszendent Fische, geht es ja generell darum, einen großen Zyklus abzuschließen. Es gibt nur 12 Zeichen. Eine große Runde zu beenden. Vielleicht auch gänzlich frei zu werden aus dem Rad der Wiedergeburten. Das setzt aber voraus, dass Sie von dieser Welt satt gehen. Und satt meint, dass Sie Ihre Wünsche erfahren haben oder transformiert haben. Und dies setzt voraus, dass Sie Ihre größten Wünsche aber auch kennen und sich auch genau überlegen, wofür setze ich meine Zeit ein? Und was ist mir wirklich wichtig? Und mit Sonne und Merkur, die meiste Zeit in Haus 11, bekommen Sie eben auch Impulse im Monat Januar. Ja, worin bestehen denn meine größten Wünsche? Und wenn mal jemand mal die Frage stellt, viele stellen sich die Frage gar nicht, obwohl es aber so ist, aus Sicht der vedischen Astrologie, dass es ja auch die Wünsche sind, die Bindungen bedeuten und Bindungen bedeutet Wiedergeburt. Das ist jetzt nicht gut und nicht schlecht, das sage ich nicht, aber wenn es schon gewisse Wünsche gab, weswegen wir hierher gekommen sind, so sollten wir auch die Ruhe und die Zeit uns nehmen, basierend auf unserer Individualität, uns zu erforschen, worin denn unsere größten Wünsche als Ursache für unsere Wiedergeburt bestehen, damit wir diese erfahren. Es gibt ja die Untersuchung von Menschen, die sterben,
Und die hat man gefragt, sagen Sie mal, was würden Sie denn nochmal anders machen in Ihrem Leben? Und keiner hat jetzt irgendwie groß jetzt als Hauptproblem gesagt, ja, das Leben ist zu kurz, ich möchte nochmal 10 Jahre und, sondern das größte Problem, was die meisten sterbenden Menschen haben, ist, die gesagt haben, Mensch, ich wollte so gern auswandern, in ein warmes Land leben und mehr Sonne haben und ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht und jetzt bin ich zu schwach, zu krank, zu alt und ich kann nicht mehr. Schauen Sie, und sowas soll nicht sein. Wir sollen das, was uns wirklich wichtig ist, machen und uns nicht aufgrund von Angst und Furcht klein machen und unsere Wünsche nicht leben. Oder was es auch für Sie immer sei. Ja? Jeder hat ja etwas anderes, was ihn hierher gebracht hat, was er erfahren will. Und was behalte ich, was lasse ich, was verfolge ich weiter, von was trenne ich mich? Das wird bereits im Januar eben ein Thema. Das heißt, Sie wollen sich im Januar auch mit diesen Fragen beschäftigen und vielleicht gegebenenfalls von einer bestimmten Freundschaft trennen oder vielleicht auch von einem bestimmten Wunsch trennen. Gleichzeitig wollen Sie aber auch, falls Ihnen Ihr größter Wunsch schon klar ist, hier auch mit hierin auch weiterkommen. Und mit Saturn im 11. Haus ist auch ausgedrückt, dass es darum geht, manche Wünsche dauern halt und kommen in der Realisierung erst mit Verzögerung. Und genau diese Eigenschaften wie Geduld und Ausdauer sollen Sie jetzt eben auch erlernen in Verbindung mit der Realisierung Ihrer größten Wünsche. Ketu im 11. Haus drückt auch aus, dass vielleicht irgendwie ein Karma mit Freunden jetzt zu einem Abschluss kommen kann, was darin bestehen kann. Und das kann vielleicht auch im Januar passieren, weil Merkur ist ja auch, steht für Freunde. Und wir haben ja drei trennende Planeten oder Planeten, die ja was auflösen können. Sonne, Saturn, Ketu. Und hier im Haus der Freunde im 11. zusammen mit Merkur, der verbrannt ist, der auch für Freunde steht. Saturn regiert das 12. Haus, was auch für Auflösung und Trennung steht. Also, trennende Energien bezogen auf Freundschaften. Das kann eben auch angesagt sein, denn eine Freundschaft basiert darauf, dass man sich gegenseitig erhebt und revitalisiert. Wenn das nicht gegeben ist, sondern eine Beziehung anstrengend ist, dann wäre es in Ihrer Verantwortung, sich zurückzunehmen, denn es gibt Wichtigeres und Besseres für Sie zu tun, als sich durch Beziehungen auslaugen zu lassen. Und gerade für Sie als Fisch-Aszendent ist es manchmal schwer, Grenzen zu setzen, dass Sie sagen, bis hierhin und nicht weiter, weil Sie als Wasserzeichen, Fisch, ne, das sind die Grenzen nicht so klar, sich gar nicht so leicht tun, Grenzen zu setzen. Manchmal wissen sie gar nicht, wo fängt der andere an und wo hört man selber auf. Aber das im Januar mit diesen Energien ist jetzt eine gute Gelegenheit dafür. Ältere Geschwister sind auch angezeigt durch das 11. Haus. Mit der Ballung dieser Energien dort könnte es mit älteren Geschwistern in der Beziehung etwas schwieriger werden im Monat Januar oder diese Personen haben selber eine schwierigere Phase. Okay, schauen wir mal weiter. Mars in Haus 2. Ja, hieran erkennen wir, dass es auch ein Bedürfnis gibt, dafür zu kämpfen, was es vielleicht noch an finanziellen Möglichkeiten gibt, anzuzapfen. Übrigens drückt sich das auch aus mit dem 11. Haus. Das 11. Haus steht ja auch für Einkommen. Und das 2. Haus steht fürs Geld. Damit haben wir schon auch im Monat Januar einen gewissen Fokus darauf, wo kommen wir vielleicht noch mehr an finanzielle Mittel ran. Dies kann sich auch in der Form zeigen, dass es ja, ich sage mal, irgendwie einen Zuwachs an Einnahmen gibt, von einer Seite her, wo sie gar nicht dachten, dass was kommt, ja. Gut, dann haben wir noch
Die Venus fehlt uns noch. Auch sie ist die meiste Zeit in ihrem Berufshaus. Und nochmal, das ist ein guter Transit für ihre berufliche Entwicklung. Sie werden an ihrer Arbeitssituation als besonders diplomatisch, harmonisch, angenehm wahrgenommen. Und deswegen, Haus 11 hat auch was mit Beförderungen zu tun, ja, und mit Einkommen. Und basierend auf diesen Energien, ja, die hier beruflich eine Ausdehnung anzeigen, kann sich nun auch gut eine Beförderung oder eine Ausdehnung ihres Einkommens berufsbezogen ergeben. Ja, insofern eine sehr interessante Konstellation bezüglich der Weichenstellung im Januar 2019 für Sie als Aszendent Fische. Ja, zum Schluss nochmal die Erinnerung, falls Sie sich noch nicht eingetragen haben in den Verteiler, damit Sie gratis meinen Newsletter erhalten, der einmal monatlich erscheint mit hochinteressanten Informationen zum Zeitgeschehen, was passiert in der Politik, zu Weltgeschehen, zur Deutung von heiligen Gurus oder Techniken der vedischen Astrologie, wie kann man in die Zukunft schauen anhand des vedischen Horoskops und viele mehr, dann tragen Sie sich doch ein. Dazu ist unterhalb dieses Videos ein Link vorbereitet, wie Sie sich in meinen Verteiler eintragen können, um auch davon zu profitieren. Dann nicht vergessen, Selbsterkenntnis Weihnachtsmarkt meiner geschätzten Kollegin und lieben Ehefrau Brunhilde. Nur noch geöffnet bis 31. Dezember und nur für bestimmte Horoskope gibt es entsprechend hohe Prozente, bis zu 30% in begrenzter Stückzahl. Es lohnt sich reinzuschnuppern. Besuchen Sie den Selbsterkenntnis-Weihnachtsmarkt meiner Frau. Auch dazu ist unterhalb dieses Videos ein Link für Sie vorbereitet. Gut, ja, dann bleibt es mir nur noch, mich bei Ihnen zu bedanken für Ihre Treue, mir zu folgen in diesem Jahr 2018. Ich wünsche Ihnen eine liebevolle, sinnerfüllte, fröhliche, dankbare, schöne Weihnachtszeit und natürlich auch einen guten Rutsch in ein bestimmt interessantes Jahr 2019, wo ich Sie auch begleiten möchte. Deswegen an dieser Stelle eben auch nochmals einen guten Rutsch schon jetzt. Und wir werden uns dann wieder im Januar hören, wenn es darum geht, über die planetare Großwetterlage für den Monat Februar 2019 dann uns zu unterhalten. Ihnen nochmals meinen herzlichen Dank.